Ey, guck mal da hinten im Wald. Schau mal, schau mal, schau mal. Siehst du das? Da ist gerade irgendeine Taschenlampe oder sowas rumge. Lass mal rausgehen, komm mit. Willkommen zurück. Merkwürdige Entdeckung hier im Wald, im Dunkeln. Eigentlich wollten wir schlafen, aber. Was ist denn das? Ich hab vor allem. Ich sehe halt nichts bei mir. Ich habe auch, glaube ich, den Start der Folge ein bisschen verpeilt. Wie, du siehst nichts? Nee, ich habe keine Taschenlampe da hinten im Wald. Ich habe sie jetzt auch nicht gesehen, aber ich habe sie. Doch, doch, doch. Schau mal hier vorne. Hier kommt was. Hier kommt was. Hier kommt ein Licht. Hier kommen zwei Lichter. Was ist wo das? Denn? Da, 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 da. Oh, da rechts. Oh, oh, jetzt sehe ich es auch. Und links hier auf dem Weg ist auch eins. Und irgendwas kreischt. Hast du es gehört? Nee, kreischen höre ich nicht. Oh, da kommen die Stinker, da kommen die Stinker zurück ins Haus, zurück ins Haus, zurück ins Haus! Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir? Was machen wir? Ins Haus, ins Haus, ins Haus und Tür zu und schlafen. Jetzt echt ins Haus? Ja, sicher. Da sind wir hoffentlich. Oh, das bist du. Okay. Oh Gott, die haben gekreischt. Sollen wir wirklich versuchen zu schlafen? Ja, wir schlafen jetzt. Das war komisch, ich habe keinen Kreischen gehört. Vielleicht ist mein Spiel zu leise eingestellt. Warte mal ganz kurz, ich gehe mal ganz kurz in die Optionen und stelle mal mein Spiel ein bisschen lauter. Ja, das habe ich auch eben gemacht. Und das Ding ist aber, ich glaube, wir sind in einer Spielwelt und auch die Gebäude sind gleich, aber manche Sachen sind ein bisschen anders. Ja, manche von diesen Kleintieren sind ja auch anders. Ich genau, die Vögel hatten wir ja zum Beispiel. So, okay, dann drücke ich auch mal auf Schlafen. Aber ich habe eigentlich Hunger, aber ist egal, eine Nacht werden wir schon schaffen. Okay, alles gut. Okay, das war's, das haben wir. Boah. Das war ja fies, ey. Ich esse mal was von unseren Lizards. Und das Schöne ist, jetzt haben wir auch einen Grund, warum sich die Leute das dann mal aus beiden Perspektiven angucken sollen. Ja. Weil bei mir hat es plötzlich übelst. Aber ich habe, glaube ich, keine Taschenlampen gesehen. Also das würde mich mal interessieren, wie das bei dir aussah. Ich glaube, das sind keine Taschenlampen. Die haben so eine Lampen oben auf dem Kopf drauf. Also ach so. Die tragen so eine Lampe auf sich hin. Hast du jetzt eine Beinrüstung? Habe ich eine? Warte mal. Ja. Du hast einfach irgendwie so blutige Haut an dein Bein geschnürt mit Farn. Ich kann mir vor allem auch schon die nächste Rüstung bauen. Ja, mir fehlt halt der Lizard. Achso, und so hier so ein Drying Rack ist das nächste, was wir bauen wollten. Dazu müssen wir aber. Achso, doch, genau. So, jetzt ziehe ich das nächste an, jetzt habe ich die nächste Rüstung drauf. Noch geht's uns ja eigentlich ganz gut, muss man mal sagen. Ja, wir kommen. Also uns geht's ja, wir sind ja wie der durchschnittliche AfD-Wähler. Uns geht eigentlich geht's uns gut. Eigentlich haben wir gar keine Existenzängste. Ich muss gestehen, ich hatte gerade kurz Angst, in welche Richtung sich dieses Gespräch entwickelt. Wir haben Angst vor allem, aber eigentlich keinen Grund so richtig dafür, weil uns geht's an sich eigentlich ganz gut, weil das ist doch so ja, sonst hätte ich kurz sagen müssen, ja, Fritz war schön, wir hatten früher eine gute Zeit, aber offensichtlich bist du verrückt geworden. Ciao. Nein, aber das sind doch immer diese Auswertungen, wenn sie ja, dann ja, so die Statistiken und so auswerten. Hast du schon das Petri-Interview gesehen, das Englische? Nee. Das jetzt gerade geführt wurde, das geisterte durch meine Bubble, durch meine Filterbubble, also ne, Facebook und sonst was. Mhm. Scheinbar hat ein englischer bekannter Journalist Frauke Petri interviewt. Mhm. Und er hat halt einfach nicht ihr Gelaber und ihre Ausflüchte akzeptiert. Und wenn sie gesagt hat, ja, bla, was ist das denn für eine Frage, hat er gesagt, ja, das ist freier Journalismus. Und er scheint sie ganz gut lang gemacht zu haben irgendwie. Ja, cool, also, muss ich mir anschauen. Es scheint ein sehr gutes Interview gewesen zu sein. Ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich wollte es noch angucken, deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen, außer dass ich glaube, dass es cool ist. Guck mal, ich baue jetzt hier mal so einen Trockenstand hin, ja? Ich baue mir mal. Ja, ich arbeite mal gerade nicht für die Gemeinschaft, sondern nur für mich. Ich will mir so einen Bogen bauen. Ja, das ist nur für alle Fälle, dass die hier nachts wieder kommen und Quatsch machen. Guck mal hier, guck mal, was ich hier zusammenklappe. Ich sehe es im Hintergrund, aber ich bin jetzt gerade mal im Menü. Das ist so cool, dass wir diese Lager haben jetzt, ne? Wir können jetzt, zack, da kannst du jetzt ein Fleisch dranhängen, da müssen wir das nicht grillen. Warte mal, wo waren das? Siehst du, guck, da hängt jetzt schon das erste Kaninchen. Moment. Kennst du die Simpsons voll? Ach, ich kann mich nicht bewegen, wenn ich im Menü bin. Ich schau bloß gerade mal, ob es noch irgendwie andere Sachen gibt, die man craften kann. Also ich habe jetzt Rope und ich brauche Cloth habe ich eigentlich und ich habe Sticks. Eigentlich müsste ich genug haben, um... Ich habe einen Speer. Ob ich den aber warte mal, ich habe Cloth, ich habe einen Stick und ich habe Rope. Warum kann ich das... Musst du immer einen Rechtsklick machen, dass das dann zusammen in der Mitte liegt, ne? Ach so, okay. Jetzt verstehe ich erst was... Ah, okay, jetzt verstehe ich erst, was passiert. Die Kombinationsmöglichkeiten, die verändern sich auch je nachdem, was du in die Mitte legst. Genau.
Ach, und ach, ich brauche tatsächlich. Oh, okay. Ja, ich brauche von den ganzen Sachen auch wirklich nur jeweils eins. Ja. Und dann habe ich den Bogen. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht ganz sofort so super intuitiv, wie man es denken würde. Und mir ist gerade übrigens aufgefallen für unsere geneigten Zuschauer. Was denn? Ich habe ja eine Facecam an, du auch, glaube ich, ne? Ja. Und ich trinke auch die ganze Zeit Bier schon die ganzen Folgen über. Ja, und? Du bist ein erwachsener deutscher Durchschnittsbürger. Ich glaube, es ist nicht so überraschend. Nein, ich wollte nur zum Besten geben, dass wir diese Folgen bisher am Stück aufnehmen und das spät in der Nacht am Osterwochenende. Ach, meinst du, es wird noch lustiger? Ja, man weiß es nicht. Ja, und ich... Und vor allem, das ist ja auch das... Nee, erzähl ruhig. Das habe ich ja von Fabian gelernt. Irgendwann meinte er so, Alter, du kannst doch keinen Bezug auf andere Folgen nehmen. Du darfst doch nicht sagen, welcher Tag heute ist und so. Ach so. Das mache ich aber immer. Ach, ist mir total egal. Ach, warte mal, ich brauche Federn, um Pfeile herzustellen. Da muss ich sagen, das habe ich noch nicht rausgefunden. Wo man die herkriegt? Ich sage ja immer, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich in dem letzten Spiel auch war. Das stimmt soweit auch. Und da hatte ich auch einen Bogen. Das Problem ist, wenn du so Vögel haust... Guck mal, hier sitzt jetzt... du musst warten, bis der landet, dann musst du Steuerung drücken. Und dann kannst du dich an den anschleichen, bis auf ihn drauf. Wo siehst denn du einen Vogel? Hier fliegen überall Vögel rum. Okay, dann sind die wirklich nicht gleich bei uns. Jetzt bei mir landet einer ein Vogel rum. Bei mir sind 1000 Vögel. Einer sitzt direkt auf dir drauf. Was? Hier, diese 1000 blaue Vögel. Hier ist nicht einer. Okay. Das Ding ist, wenn du die haust, kriegst du halt nur so Fleisch, aber halt keine Federn. Und die Federn, die fliegen aber in der Luft rum. Und ich glaube, die landen nicht. Du musst die aus der Luft fangen. Ah, okay. Das kann natürlich sein. Ich versuche mal hier ein bisschen... Oh, Lizard. Und... Nein. Ein bisschen abseits. Hast du schon verstanden, wann du querschlägst und wann du hochschlägst? Das habe ich noch nicht verstanden. Das kommt darauf an, ob du hoch guckst oder runter. Also wenn du mittig guckst, schlägt er quer. Und wenn du runter guckst, schlägt er runter. Ja, ich habe schon wieder so einen Eidechsenkopf in der Hand. Hast du gemerkt? Und ja, hast du schon rausgefunden, wie du die Waffe schnell equippen kannst? Ich nämlich nicht. Nö, aber ich hab die. Und auch, man kann die kombinieren, die Axt. Womit denn? Das weiß ich noch nicht. Man kann sie in die Mitte legen. Nicht mit einem toten Lizard. Auch was zu essen. Mit Hasenfell? Nee, dann kommt aber nichts raus. Mit Stoff! Dann wird die besser. Dann steigen die Stats. Von der Waffe? Ja, dann wird Speed, Damage und Block eingeblendet. Man kann Block. Und wenn du die Waffe mit Stoff kombinierst, wird die, glaube ich, schneller. Ah, hier. Tatsächlich. Burning Plane Axe, Orange Plane Axe und Blue Plane Axe kannst du machen. Und wie kriege ich die dann? Jetzt habe ich... Meine Axt ist jetzt mit Stoff umwickelt. Okay. Und wenn ich Tree-Sap dazu tue, also Harz, dann fehlt mir noch ein Gegenstand und dann könnte ich die Plus-Damage-Plane-Axe machen. Wie komplex ist denn dieses System? Ich weiß aber nicht, womit. Achso, oh, mit Stops! Was? Achso, du meinst die, Ah, tatsächlich. Also, wenn du deine Flugzeugaxt, die wir haben, ne? Genau. Wenn du die mit Stoff kombinierst. Die habe ich jetzt verbessert. Mit Stoff. Mhm, habe ich gemacht. Und wenn du dann da Harz zutust, also Tree Sap. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und Schnaps aus dem Flugzeug, Boost. Mhm. Dann kriegst du eine bessere Waffe. Das habe ich jetzt auch irgendwie. Die ist jetzt, wenn ich da mit der Maus rübergehe, dann steht da so eine 1 dabei. Ja. Mit einer Flasche. Ja, habe ich auch. Was genau macht die dann? Die hat dann 5,5 Speed, kann das sein? Warte mal ganz und kurz. 5 Damage und 2 Block. Die hat's in Schnaps getränkt, oder was? Was ein cooles System. So. Ich brauche erstmal was zu essen. Haben wir irgendwo noch was zu essen? Hast du noch was zu essen? Ist im Ofen nichts mehr? Nee, der Ofen ist leer. Alles leer gefuttert. Mach dir mal an, ich habe nämlich noch hier so einen Lizard und... Ah ja, gut. Das geht ja. Geht ja dann relativ schnell. Aber die Stinker haben sich jetzt ein bisschen zurückgehalten. Ja, die kommen wahrscheinlich bei Nacht dann rum. Die haben ja auch bestimmte Gebiete, wo sie sind, ne? Sollen wir hier mal eine Mauer bauen? Ach, hier ist ja sogar eine Dings. Hier hängt ja sogar noch was. Ich muss jetzt kurz erstmal was essen und danach kurz mal wegen den Dings schauen. Wegen den, wie heißen sie? Raketensoldaten. Ja, genau, wegen denen auch. Nee, wegen den Federn. Weil ich jetzt doch ich habe auch total Hunger. Den Bogen. Ey, ich bin so ein Altruist, weißt du? Ich fütter jetzt hier den Fritz. Ich habe auch Durst.
Federn, ja, das ist eine interessante Sache. Ich spiele ja wirklich so gerne Blindspiele. Warte mal, hier ist jetzt ein Vogel. Warte, bleib. Nein! Das ist so witzig, ne? Ich sehe keinen. Bleib mal stehen, bitte. Ja. Du siehst die Vögel nicht, aber du kannst sie vertreiben. Ah, okay, das ist ja interessant. Und du sagst, wenn man in die Mitte haut, haut man von oben nach unten. Nee, dann hau ich quer. Genau, wenn du in der Mitte zuschlägst, haust du quer. Und wenn du ein bisschen nach unten guckst, dann haust du nach unten. Ah ja, du hast recht. Okay, ich hab's noch falsch gemerkt. Das ist aber witzig. Du siehst die Vögel nicht, aber die fliegen vor dir weg. Hier, warte, hier fliegen Federn rum. Du musst nur, wo Vögel sind, sein. Und du musst die Federn aus der Luft fangen, sonst kriegst du die nicht. Okay, ich muss erstmal Vögel finden. Ah, hier ist ein Vogel. Hä, du hast doch von der bestochenen Gamespresse hast du doch so einen Turbo-Gourmet-Rechner. Hä? Was? Wie kommst du jetzt auf Rechner? Und ich dachte, du hast vielleicht deine Einstellung so low, dass du Vögel nicht siehst. Ach so, nö, die Einstellung. Ich habe mir ja letztens gerade erst eine neue Grafikkarte gekauft. Ach, hast du dir nicht auch eine 970 gekauft? Genau, die du ja angeblich schon vor Jahren gekauft hast. Ja, ich habe mir die zu Weihnachten geschenkt. Konnte mir die vorher nicht leisten. Ach komm, ich weiß doch, was ich... So. Nee, ich bin witzigerweise jetzt über Ostern gar nicht zu Hause. Ich nehme das hier alles gar nicht zu Hause auf, falls sich der eine oder andere gewundert hat, was hier für ein komischer Hintergrund ist. Und ich weiß nicht, ob bis jetzt schon eine Katze im Hintergrund durchgelaufen ist oder nicht, aber es könnte eventuell passieren. Ich sitze nämlich gerade beim Kollegen René zu Hause und mache quasi Katzendienst. Passe auf die Katzen auf, weil die sind im Urlaub. Kannst du dann bitte eine Cutscene aufnehmen? Nee, die sind im Urlaub und ich gucke nach den Katzen. Die sind nämlich leider auch ein bisschen kränklich. Die eine isst nicht so wirklich, wie sie soll. Die andere braucht immer so ihre Medizin. Und ja, bin ich komplett mit dem Rechner umgezogen zu René. Oh, hallo Reh. Und hängen jetzt bei dem ab und spiele ganz der Computer. Und guck Netflix. Die haben Netflix. Jetzt hier Vogel. Lass doch mal Federn fallen. Was ist denn das? Du musst hinter denen herlaufen. Ja, ich versuch schon gerade. Sind das Federn? Nee, das sind doch Blätter. Was ist denn das? Also, Moment mal. Ich habe jetzt vom Speer übrigens einen. Ich habe drei Federn. Ach doch, ich habe eine Feder. Wie habe ich die denn? Ich habe rausgefunden, wenn du an den Speer. Hier fliegt einer rum, tatsächlich. Wenn du an den Speer drei Stoff kannst du da dran binden, dann geht das auch weiter. Oh, hier ist ein dicker Vogel. Ich habe immer noch Hunger. Das sind doch Blätter, die hier runterfallen. Boah, also Vögel hacken. Oh, jetzt habe ich noch eine Feder, okay. Ich brauche jetzt noch. Also, wenn du einen Vogel haust. Ja. Lassen sie auch was fallen? Manchmal fliegen dann Federn rum. Ich renne gerade einen blöden Vogel hinter. Oh, ich hab einen Vogel erschlagen. Also hier sind 1000 Vögel gerade bei mir. Da sind zwei Federn rausgekommen. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja, aber die fliegen doch dann rum. Die kriegst du doch nicht zwingend, oder? Was ist denn mit den Vögeln? Sind die dumm? Wahrscheinlich sind wir dumm. Ich töte hier einen Vogel nach dem anderen und es kommen immer neue. Vielleicht finde ich das geil. Vielleicht sind es Lemming-Vögel. Findest du nicht lustig, die Comics? Ja, klar. Unglaublich gut. Und da habe ich welche im Bad zu hängen. Hast du im Bad zu hängen? Ja, ja. Also ich hatte mal so einen Jahreskalender, wo die dann so als rausnehmbare Postkarten drin waren. Und ein paar davon, die mit den Lemmings, habe ich mir im Bad aufgehangen. Weil ich die lustig fand. Da musste ich lachen und habe mir das aufgehangen. Nee, wo war ich stehen geblieben? Achso, genau, Katzendienst. Ach, ich habe aber, glaube ich, alles erzählt. Ich war fertig. Ja, ich wollte nämlich gerade, mir ist nämlich gerade witzigerweise aufgefallen, dass Fabian und ich uns früher immer total um... Ich habe früher ja mit... Es sitzt ein Vogel auf meiner Hand. Ja, das kann auch manchmal passieren. I shit you not? Ja, ich weiß. Oh, da war ein Hase, den hole ich mir. Warte mal, Früher, wenn du bei uns ins Büro gekommen bist, ich habe früher mit Fabian zusammen im Büro gesessen. Und, Habe ich auch. Danach dann wahrscheinlich, ne? Genau. Und du warst nach dem Praktikant, warst du Trainee, oder? Du genau. Das doch, ich habe quasi den Weg durchlaufen, Praktikant, Trainee, und dann war ich... Hä? Ist jetzt das Dings verschwunden? Feuer ist aus, oder was? Ah, hier. Nur noch ein paar Steine? Stöcker brauchen wir. Steine aber auch, glaube ich.
Ah, nee, ach, ist das Sticks komplett kaputt gegangen? Nee, die Steine liegen noch. Die Sticks brauchen wir neu. Du siehst so dämlich aus mit dem. Du hast eine Eidechse in der Hand am Kopf gewürgt und deine Beine bestehen aus Farren. Wo warst du, Schwester? Schweine würgen. Auf jeden Fall war es früher sehr witzig, wenn du bei uns ins Büro gekommen bist und du hast irgendwie ein Spiel gesucht oder irgendwas. Ja. Dann bist du bei uns ins Büro gekommen und meintest, sag mal, habt ihr hier Spiel XY zu liegen? Ja, ich sage ja immer zu. Ja, ja. Dazu. Das, also ich habe einen Sprachfehler, was das angeht. Ich dachte, das wäre einfach berlinerisch. Es kann sein, dass es berlinerisch ist. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur ein grammatischer Sprachfehler ist. Dass ich immer dieses zu mit... Warum kann ich denn jetzt den blöden Lizard da nicht reinlegen? Weil das noch nicht fertig ist, da fehlen noch Sticks. Oh, das zeigt er mir nicht an. Hol grad Sticks. Angeblich könnte ich das anzünden. Ah, jetzt brennt's. Also bei mir stand gerade, es fehlen noch kann Sticks. Ich's. Aber jetzt kann ich es reinlegen, oder? Nee. Oh, ich habe so ein bisschen Angst vor diesen alten Gollums. Ah, jetzt hat's funktioniert. Die alten Gollums. So, was kann ich? Wir müssen ich kann dann natürlich auch irgendwann mal bei Gelegenheit müssen wir irgendwann dann auch mal losziehen und Abenteuer erleben. Also wir können jetzt hier nicht ewig Familie spielen. Obwohl wir natürlich eine sehr progressive Familie wären. Also eigentlich könnte man das auch als Bildungsauftrag erfüllt ansehen, aber ich glaube, auf Dauer wird man uns das nicht durchgehen lassen. Übrigens mega, ne? Also Stardew Valley, großartiges Spiel in der Beziehung. Weil es so, frei ist, was das angeht. Nee, weil einfach gleichgeschlechtliche Beziehungen sind überhaupt kein Problem. Es wird nicht mal thematisiert. Das finde ich halt immer cool, ne? Ich finde es immer ätzend, wenn dann kommt so, ach ja, und das ist übrigens was Besonderes. Kannst halt auch einfach als Mann einen Mann heiraten und dann adoptierst du halt ein Kind. Aber ist das nicht bei Simpsons zum Beispiel auch Standard? Bei den Simpsons? Ah, nicht bei Simpsons. Bei den Sims. Die anderen Simpsons. Ja, bei den Sims ist das auch Standard und deswegen ist es ja tatsächlich in Russland hat es auch eine sehr hohe Altersfreigabe. Ja. Ja, aber es ist ja auch, also man darf da das russische, stolze russische Volk eben nicht überfordern, weil das macht die fix und fertig. Also kann ich auch voll nachvollziehen, weil so ein starker Russe, wovor hat er Angst? Dann natürlich vor Homosexualität. Weil da muss man auch wirklich Angst vor haben. Also das zeichnet den Charakter aus, wenn man vor sowas Angst hat. So als richtiger Kerl hat man da gefälligst Angst vor zu haben. Ist auch ansteckend, so habe ich gelesen. Großartige Comics zu irgendwie, oh, so steht ein dicker, schmerbäuchiger Typ mit Pickeln im Gesicht und sagt, boah, wenn mich so ein Schwuler anfasst, das fände ich echt eklig. Und guckt dann so ein Schwuler rüber und sagt so, ja, stimmt. Nee, und auf jeden Fall, was ich halt cool finde, wenn das einfach so, wie die Gesellschaft halt sein soll, das ist halt so, also ist doch cool. Und es gibt halt, da sitzt jemand im Rollstuhl, auch völlig normal. Ja. Das ist in Videospielen noch ganz, ganz selten. Ja. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, da gibt's halt so einen Obdachlosen, so einen Typen, der wohnt in so einer Hütte vor der Stadt. Und der containert halt. Wie jetzt? Also der wühlt nachts in den Mülltonnen der Leute rum. Ach so, okay. Und dann kommt der Grumpy Grandpa, ne, der stereotype Amerikaner, kommt halt raus und sagt, oh, die Waschbären, verscheuch mal die Waschbären. Und dann gehst du hin und dann stellt sich raus, okay, das ist der Obdachlose, der in den Mülltonnen nach Essen sucht. So. Ist das doch so storylastig? Ich dachte, das ist gar nicht so storylastig. Ja, es gibt schon relativ viel. Also auch jeder Charakter hat da eine Story und so, die du lernen kannst. Mhm. Diese Pixelgrafik weckt ja immer so ein bisschen ab manchmal. Ne? Och, ich mag Pixelgrafik eigentlich oft ganz gerne. Also steht schon, ja, und auf jeden Fall hast du dann so die Antwortoption, so, und dann sagt der Typ so, ja, sorry, ich habe den Müllton rumgewühlt, und dann hast du die Antwortoption, die einfach so die komplette Bandbreite der amerikanischen Gesellschaft abbilden. Das eine ist irgendwie, ja, das kannst du nicht machen, das ist hier sein Property, so, ja, ne, dieser, das ist meins, da darfst du nicht hingedanke, ja. Und dann irgendwie, bäh, das ist eklig, das ist Müll, so dieser Überschwanggedanke, so, ja. Ne? Und dann auch irgendwie, nee, ist doch cool, ich will nicht, dass das verschwendet wird. Und es gibt, glaube ich, noch so ein kommentarloses Verpiss dich. Das ist der, El Gore-Gedanke. Und das fand ich dann halt total cool, weil ich dachte, oh mein Gott, ey, bevor es verschwendet wird, so dann. Ja, klar. Das fand ich ja, ich hatte damals in einer Schule eine Lehrerin, die war noch so eine richtige Ostlehrerin.
die immer sehr gerne verhältnismäßig grundlos streng war. Und wir hatten in der Kantine, hatte es sich so ein bisschen eingebürgert, dass wenn irgendjemand nicht aufgegessen hat, dass dann irgendwie Freunde dann noch zugegriffen haben, die vielleicht jetzt nicht Mittagessen waren. Und die hat immer wahnsinnig dagegen gewettert. Also die hat immer totalen Ärger gemacht, wenn man irgendwie, auch selbst wenn man da nur rumsaß und mal so ein, zwei Pommes mitgegessen hat oder mal so eine Kartoffel oder so, die hat das immer total, hat einen immer total angegangen deshalb. Also ist da richtig aggro geworden. Und das hat mich als Kind schon so geärgert, so genervt. Ihr hattet Pommes im Osten, das schockiert mich viel mehr. Nee, das war ja dann schon, das war ja dann schon Westen. Ich dachte das schon. Das war der goldene Westen, da gab es natürlich auch goldene Pommes, hallo. damals war es doch irgendwie Berliner Heizölstäbchen. Nee, aber ich fand das schon damals, also ich fand das so dumm von ihr, weil das war wirklich nur, um rumzumeckern. Aber was soll denn das? Das Essen wird dann sowieso weggeschmissen. Es kommt halt dann in diese großen Essenstonnen. Wie sinnvoll ist denn das bitte? Und damit passiert ja nichts mehr. Nein, 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 nein! Oh, scheiße! Scheiße! Als du angefangen hast zu quieken, konnte ich sehen, wie dein Name in den Krater gefallen ist. Bist du eventuell in den Krater gefallen? Ich bin in den Krater gefallen. Aber ich lebe noch. Ich bin hunderte Meter tief gefallen. Aber ich lebe noch. Ganz, ganz knapp. Das bestimmt nicht die Quest, dass du da rein. Das ist meine geile Rüstung bestimmt. Ich gehe hier aber wieder hoch. Scheiße. Meine Fresse. Das war ja der Hammer. Das kommt, weil wir so viel labern. Ja, ja. Aber es macht auch so einen Spaß. Ich laber ja. Ich mag das ja total. Aber einfach gerne. Ich ja gar nicht. Ich bin sehr schweigsam. Achso, was ich eben aber noch erzählen wollte, eigentlich mit der Happy Family. Ich bin momentan an so einer Stelle angelangt in meinem Long Dark Let's Play. Ich habe total viel Fleisch gefunden und so. Und ich habe ein Haus irgendwie, wohne da ganz friedlich und mir geht's da eigentlich ganz gut. Und die Leute sagen auch so, ey, du musst doch jetzt mal weiterziehen. Ich denke so, ja, aber hier ist es doch so schön. Dann bräuchte ich jetzt doch jemanden, der mitspielt. Da kann ich sagen, hier, wir sind jetzt. Das kann man aber nicht zusammenspielen, ne? Das ist nur alleine spielen. Nee, das ist. Aber es ist auch, also das hat ein unglaublich schönes Art-Design, wie ich. Ja, das, ich hatte die Early Access-Version eine Zeit lang gespielt. Hab dann aber irgendwann aufgehört, noch, weil ich warte, bis die Story kommt. Oder ich Lust drauf. Ich habe übrigens gerade meine Fackel angezündet. Meine Axt. So funktioniert das. Man nimmt dann. Du bist da rausgekommen, ich sehe dich doch anlaufen. Ich bin wieder hochgegangen. Oh, ich habe unser Haus leider kaputt gemacht. Ich habe hier gerade irgendwas schreien hören. Was war ich? Nee, hier schreit irgendwas in der Nähe. Oh shit. Okay, wenn du mit der Axt aus Versehen unser Haus oder. Scheiße, die greifen mich an. Wie hast du die angefangen? Fuck! Hau ab hier, ihr Wichser! Hau ab! Ah, einfach mit dem. Nee, wie hast du denn die. Wie hast du denn die. Ich hab den Leiter rausgeholt und dann L gedrückt gehalten. Okay, ich hab einen von den Schweinen erledigt. Aber ich bin halt. Jetzt aber meine Axt die haben. Ah, fuck, die haben eine komplette Rüstung. Warte, ich komm dir entgegen. Und ich sehe auch nichts mehr. Mir ist total. Es ist total dunkel hier. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Seh dich noch. Ich bin die Rettung in der Nacht. Du müsstest mich sehen, wie ein Bonfire. Habe ich denn irgendwas? Restores Health. Ich habe meine Gesundheit wiederhergestellt. Sehr geil. Ach, die mit den Medikamenten wahrscheinlich. Ja, notfalltechnisch. Ich nehme jetzt mal die Leiche von dem mit. Nee, Moment, jetzt kommen hier gerade 1000 Vögel. Das bin ich, warte mal, ich bin hier. Ich bin da. Los, lasst eure Federn fallen. Hallo. Oh, hier ist ein Stinker. Hier ist einer. Den habe ich mitgebracht. So. Ah, geil. Oh, der hat Zähne fallen lassen. Komm, die Leichen nehmen wir jetzt mit und die essen wir. Was? Nee, natürlich. Bin ich sicher. Nee, aber also sicher, die Axt konnte ich eben gerade anzünden mit dem Feuerzeug. Ja, hab ich auch geschafft. Man muss L gedrückt halten, genau. Da wäre ich auch so nicht drauf zu kommen. Komisch ist, jetzt steckt der L wieder weg. Weil vorhin wollte er dann nämlich bei L drücken das Feuerzeug nicht wieder wegstecken. Die Animationen und so, das ist alles wirklich cool. Du hältst den halt wirklich fest. Ja, ja. Ich lass den auch nicht mehr los.
Wenn ich erstmal einen habe, dann habe ich den. Dann lassen wir mal los hier. Oh, cool. Hast du nicht gesagt, dass das Einzige, was uns in unserer Hütte fehlt, sind doch die Frauen sind? Ich glaube, es waren aber Kerle. Frauen gibt es in dem Spiel ja richtig als Frauen. Achso, okay. Andererseits, wir, haben ja auch schon, also, wir können uns ja einfach alle Optionen offen lassen im besten Stardew Valley Sinne. Ja. Pass auf, können wir den jetzt hier verbrennen? Keine Ahnung, was man nee, das geht leider nicht. Oh, man, doch. Doch, man kann ihn anzünden, aber man kann ihn danach wahrscheinlich nicht essen. Naja, machen wir mal eine kleine Opfergabe. Haben da werden sich davon die Leute schon zweimal überlegen, ob sie hier nochmal ankommen. Wir müssen schlafen gehen. Ja, wir müssen und, schlafen. Die Folge beenden. Müssen wir. Ab ins Bett. Müssen wir. Es steht uns frei. Ja, Bettzeit hier. Ab ins Bett. Tür auf. Nein, auch nicht. Tür auf. Entschuldigung, ich wohne hier auch. Komm doch rein, komm doch rein. Ja, warte, ich speichere vorher mal. Dürfen gar nicht schlafen. Ach nee, oh. Man muss eine bestimmte Zeit schon mal wach sein, ne? Mein Gott, ist ja wieder auf der Arbeit. Ach, da ist jetzt mehr. Da muss man dann auch irgendwie hingehen und 8 Stunden wach bleiben. Was für ein Scheiß. Oh, schau mal, jetzt sind die da schon wieder nachts unterwegs. Schau mal hier aus dem Fenster raus. Siehst du die? Da hinten? In der, die sind so ein bisschen, als wären die in der Höhle. Ah nee, da ist jetzt so. Siehst du immer wieder das Licht so ein bisschen flackern? Da hinten? Links? Siehst du sie? Da stehst du vielleicht im Weg? Nee, schau mal da. Auf der anderen Seite vom Abhang. Da stehen sie. Die, siehst du sie? Müsstest du sie jetzt eigentlich sehen. So, da ist ein Licht, was rumflackert. Vielleicht haben wir irgendwelche Grafikoptionen anders eingestellt. Ich habe alles auf unfassbar geilomato. Auch die Experimental-Sachen? Ich bin immer sehr offen für Experimente. Deswegen wohnen wir auch hier in dieser Hütte. Für alles zu haben. So, jetzt reicht's aber. Jetzt machen Alter, wir hier. Guck mal, was hier draußen passiert ist. Was denn? Geil. Wir haben ihn zu Knochen verarbeitet. Knochenparadies. Oh, können wir uns jetzt so ein Ding bauen, wo wir die Knochen drin lagern können? Jetzt können wir doch bestimmt so eine Dinger bauen. Nee, die sind zu Fleisch geworden tatsächlich. Aber es sind auch ganz viele zu Knochen geworden. Ja, genau, Knochen und Fleisch sind die geworden. Geil. Geil. Okay, ab sofort sind wir Kannibalen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir davon abgekommen sind. Ich meine, es gibt so viele Leute, wo du echt nur so denkst, na, zum Essen wären sie gerade noch gut genug. Okay, okay. Was hast du gemacht? Öffne mal dein Inventar. Ja. Und dann leg dir mal einen Knochen mit einem Rechtsklick auf deine Matte und guck mal, was dabei rauskommt. Bone Armor. Und ein Upgraded Spear. Ich hab noch gar kein Spear. Ich weiß auch nicht, wo ich meinen hab. Oh, ich hab den Knochenspeer. Alter Lachs. Wie hast denn du ein Speer gebaut? Hier. Guck dir das Ding an. Der macht viel mehr Schaden als die Axt. Den hatte ich einfach. Den habe ich, glaube ich, zum Penner abgenommen. Ich habe einen Burning Stick. Beziehungsweise ich könnte ihn zum Burning Stick machen. Achso, wollten wir nicht eigentlich die Upgraded Folge beenden? Stick. Aber wir konnten nicht schlafen, ne? Schau mal einer an. Aha. Na gut, wir machen jetzt aber mal ein Päuschen. Ich habe aus Versehen auf Kugel gedrückt. Das ist das Walkie-Talkie. Ach, das ist ja geil. Ich konnte dich gerade gedoppelt hallo? Hören. Hallo? Hallo? Oh ja. Wir hören das Echo. Oh, aber das ist witzig. Ich guck mal, warte mal. Hör mal. Ich höre dich. Hör mal. Nee, lauf mal nicht mit dem Mund. Hör mal. Bleib mal so stehen. Warte. Bleib genauso stehen. Hallo. Hast du es gemerkt mit dem Stereo? Dass ihr, ja, kommt ein bisschen von der anderen Seite. Das ist doch geil. Na gut, jetzt haben wir genug Quatsch gemacht für die Folge. Das fand ich bei DayZ. Nee, wir können immer noch nicht schlafen. Ja, aber wir machen jetzt trotzdem Schluss. Warte mal, ich kann dir kurz einen Stein in den Kopf werfen. Ja? Also aus mehr Knochen kann man sich eine Knochenrüstung bauen. Das wollte ich nur kurz zum Besten geben. Das machen wir auch irgendwann, wenn wir groß sind. Also, tschüss, liebe Zuschauer. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Ciao. Ne?